Spiel 3 der Meisterschaftsserie und gleichzeitig der erste Matchball für die Wasserfreunde Spandau 04. Am Vortag gewannen ja die Hausherren breit souverän gegen den ASC Duisburg mit 13:14. Doch aufgeben kennt der Amateurschwimmclub nicht. In Spiel 3 wollten sie es den Spandauern nochmal schwer machen. Bevor der große Showdown aber losgehen konnte, musste man erst einmal in die Halle kommen und das war dieses Mal gar nicht so einfach. Aufgrund der Sternfahrt, die größte Fahrraddemo der Welt, gab es nämlich rundherum auf den Straßen fette Staus. Ja, und wie das so ist, davon kann jeder halten, was er möchte. Mit einem halben Stündchen Verspätung also ging es dann endlich ab ins Becken. Beide Teams absolut motiviert. Arno Trost sagte noch vor dem Match, man habe hier keine Chance und die wolle man nutzen. Und danach sah es am Anfang auch ganz stark aus. Wenn hier was gehen sollte, musste Duisburg in den weißen Kappen den kleinsten Fehler bestrafen. Hier war es bereits der zweite, Gilbert Schimanski mit dem 2:1 aus Gästesicht. Es entwickelte sich ein munteres Spielchen. Marco Stamm schickte Marin Restovic ab ins Glück. Ausgleich 2:2. Beide schenkten sich hier überhaupt keinen Zentimeter. Vor allem Spandau versuchte, den ASC so früh wie möglich vom Tor wegzuhalten. Das starke Pressing war gestern schon zu beobachten. Auch heute trug es Früchte. Erst schön abgefangen und dann Laszlo Baksa mit einem langen Pass auf Marco Stamm. Doch das war noch nichts. Der Nationalspieler wird hier erst einmal am Tor gehindert. Wenig später netzte dann aber Moritz Jüngling ein. 3:2, die erste Führung der Hauptstädter. Wirklich sehr intensive Begegnung, da war Feuer drin von beiden Seiten und Arno Trosts Jungs machten das, was er vor dem Match forderte, nutzten was geht, hier bereits das 3:4 aus ASC-Sicht. Und ging Spandau mal mit 2 Toren in Front, kam der Amateurschwimmclub wieder auf einen Run, Dennis Eitner mit dem 5:6. Doch schnell weiter, denn den Zuschauern wurde einiges geboten. Einiges Meisterliches nämlich. Spandau zog die Intensität nochmal ordentlich an und schwamm wie verrückt aus Duisburger Tor. Marco Stamm erst mit dem 8 und dann das 9:5. Der Kapitän tankt sich im besten U-Boot-Stil durch und gab als Dank den Duisburgern ein paar nette Worte mit auf den Weg. Christian Thiers reagierte ein bisschen zickig. Aber Mensch Leute, es geht um die deutsche Meisterschaft. Ihm sei es hier verziehen. Und apropos, nach dem zunächst knappen Beginn kamen die Spreewasserballer dem Pott immer näher. Auch von weiter weg, Martin Vermehrer brettert das Ding aus 8 Metern in den Winkel. 9:5 zur Pause. Wenn jetzt für die Duisburger noch was gehen sollte, brauchten die mal ganz fix ein paar Törchen. Und das sah Spandau allerdings genauso und machte einfach selbst welche. Marco Stamm mit dem 10:5. Die Männer von Peter Kovacevic machten den Gästen nun deutlich, sie wollten das Triple. Ja genau, denn in dieser Saison holten sich die Berliner, wir erinnern uns, bereits den Pokal und auch den Supercup. Und nun sah es immer mehr nach dem Sieg der deutschen Wasserballliga aus. Spätestens nach dem 11:6 durch Moritz Jüngling warfen auch die größten Optimisten dann leider die Flinte ins Korn. Und das war's dann auch hier zum Genießen nochmal, der Countdown ins Glück. 3, 2, 1. Ich bin glücklich, dass wir alle 3 Titel nach Berlin holen konnten. Und wir haben nicht auf irgendeinen Bademantel geschworen, dass wir alles gewinnen, sondern wir haben gesagt, wir gewinnen alles und wir gewinnen dann auch alles. Wir haben alles richtig gemacht, wir haben einen geilen Trainer, wir haben eine geile Saison gespielt. Wir haben die besten Spiele uns für den Schluss aufgehoben, haben gezeigt, dass wir zu Hause einfach nicht zu schlagen sind in der Liga. Nach der 13:7 Freude bei den Spandauern, Freude auch bei den Gästen. Nanu, das sieht man aber doch selten. Doch zur guten Laune gab es einige Gründe. Na, ist doch super geil. Waspo sitzt zu Hause, hat sich vor der Saison mit einigen Spielern verstärkt
Und wir haben mit unserer Truppe, die am Anfang der Saison noch 3 wichtige Spieler verloren hat, letztendlich so hart gearbeitet, dass wir zumindest dieser Mannschaft das Wasser reichen konnten. Hut ab also vor diesem ASC und zumindest bei der Schnelligkeit der ersten Lage Bier sind die Duisburger Meister. Party also überall, besonders bei den 04ern. Jubel ohne Grenzen, das Triple in Berlin ist geschafft. Herzlichen Glückwunsch sagen wir an die Wasserfreunde Spandau 04. Thank you.